Das günstigste Multitool, das man auf Amazon bekommen kann, für nur 10 Euro. Wir schauen uns an, ob es etwas taugt. Und damit herzlich willkommen zum mittlerweile 7. Leicht zu haben. Die Reihe, in der ich euch einen günstigsten Ausrüstungsgegenstand einer Kategorie vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses kleine Multitool fühlt sich relativ wertig an und gibt es für 10 Euro auf Amazon. Wir schauen uns jetzt erstmal in der Nahansicht an, wie es überhaupt ankommt als kleines Unboxing und welchen Eindruck es überhaupt macht. Das günstigste Multitool, das ich auf Amazon finden konnte, kommt in so einer Pappschachtel daher. Name: Multitools Fording Plier. Material: Stainless Steel, Color Black. Gefaltete Länge: 10,5 cm. Entfaltete Länge: 22,5 cm. Knapp 2 cm dick. Ja, hier noch ein bisschen, was man damit so machen kann. Ein Bier auf, eine Dose öffnen, eine Schraube drehen. Wofür man halt so ein Multitool gebrauchen sollte, ne? Hier kommt ein kleines Nylontäschchen zur Hand. Das Werkzeug wiegt auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, wirkt erstmal schwierig. Die Tasche ist, naja, vernäht, sag ich mal. Die wird nicht allzu lange halten, wenn man sie tagtäglich im Gebrauch hat. Da muss man sich, glaube ich, einen vernünftigen Ersatz holen. Hier hinten gibt es eine kleine Gürtelschlaufe dran. Hier ein Klett. Aber ich denke, die Tasche wird man so nach einem halben bis Jahr spätestens auswechseln müssen. Gucken wir erstmal uns das Tool an. Das ist das hier. Das Schwarz gefällt mir, ist schön intensiv. Ist ein bisschen rau, okay. Hat eine angenehme Größe. Hier die kleinen Rifflungen verhindern, dass man abrutscht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ohne Handschuhe auf Dauer so zu arbeiten, na, könnte wehtun. Also ich merke schon hier, dass so ein paar Abdrücke in der Hand drin sind. Ich denke, man sollte sich Handschuhe anziehen, wenn man die Zange benutzen möchte über einen längeren Zeitraum. Haben wir so ein bisschen Nagelfeile mit Messer, also nicht Messer im Sinne von Schneiden, sondern Zentimeterangaben. Das finde ich ganz gut. Wie lösen wir das denn wieder? Einfach reindrücken, okay. Gibt es keine extra Befestigung? Da müssen wir gucken beim Messer. Hier typischerweise Kreuzschlitzschraubenzieher, kennt man ja. Okay, hier haben wir ein Messer, sehr spitz, ordentlich scharf. Also nicht Rasiermesser scharf, aber schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Gefällt mir. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Das sieht aus wie ein noch kleinerer Schlitzschraubenzieher hier. Hier haben wir eine Säge, die interessanterweise vorne spitz ist. Hier der obligatorische Kreuzschraubenzieher. Und zwar ist eine Bitpalette dabei beim Multitool. Ah, ist hier vorne mit drin. Ja, hier so eine Palette. Ich nehme an, das hier ist so der Aufsatz. Lasst mich mal als völliger Anfänger hier so ein bisschen rumprobieren. Vielleicht finde ich das ja raus, ohne Hilfe. Ah, das ist magnetisch. Ah, sehr gut. Man steckt also diesen Überbrückungsbit, oder wie man es auch immer nennen will, auf den Kreuzschraubenzieher drauf. Klappt das hier so ein. Und jetzt, was will ich denn mal schrauben? Ich hätte gerne einen ganz kleinen Imbusschraubenzieher. So, dann stecke ich den hier rein. Ist alles nicht sehr stark magnetisch, muss ich sagen. Aber an sich funktioniert das so. Ist halt ja, nicht besonders stark gemacht, ne? Also das hier hält fester als hier an dem. Ob wir damit vernünftig was geschraubt bekommen, das müssen wir uns erstmal ansehen. Die vier wichtigsten Funktionen von so einem Multitool sind natürlich als allererstes die Zange, dann eine kleine Säge, Messer braucht jeder und wir gucken uns natürlich auch an, wie der Bithalter insgesamt funktioniert. Wie man bereits sieht, das Messer ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht besonders toll zum Schnitzen. Also ich würde sagen, es tut grundsätzlich seinen Job, aber ein 25 Euro Spartan Victorinox Messer macht da eigentlich seine Arbeit trotzdem besser. Segelflugzeuge sind anstrengend, flieg endlich weiter. Die Säge ist meiner Meinung nach unbrauchbar. Sie ist A, viel zu kurz und B, auch nicht besonders gut. Meiner Meinung nach müssen Sägen eine bestimmte Länge haben, damit man sie überhaupt relativ sinnvoll nutzen kann. Alles andere halte ich eher für Augenwischerei. Deshalb muss ich sagen, lassen wir die Säge einfach mal außen vor. Ist eigentlich nur zusätzlich dran, aber bringt nicht viel.
Über die Zange kann ich nichts Negatives sagen, eher positiv. Sie ist relativ stabil, sie macht ihren Job, sie greift zu das, was ich eigentlich von einer Zange brauche und was mir relativ oft, muss ich sagen, an kleineren Multitools, baubedingterweise, leider fehlt. Zum Beispiel an Victorinox-Messern und ähnlichem. So ein kleiner Bithalter mit natürlich unterschiedlichen Aufsätzen ist durchaus praktisch. Man muss natürlich dazu sagen, dass das kein Ersatz ist für einen richtigen Schraubenzieher und so weiter und so fort. Das liegt einfach am Handling des Ganzen. Wir sehen schon, natürlich kann man damit ein IKEA-Regal oder ähnliches gut aufbauen. Das Problem ist, dass man durch die Art und Weise niemals wirklich in dünne Ecken und ähnliches reinkommt. Das heißt, man wird äußerst Probleme haben, auf Dauer, wenn man damit wirklich arbeiten will, das gut zu benutzen. Aber als kleine Hilfsmittel für immer dabei ist es durchaus akzeptabel und auch relativ stabil, muss ich sagen. Bin ich mit zufrieden. Ich muss sagen, für 10 Euro finde ich dieses Multitool echt nicht schlecht. Vor allen Dingen für alle Leute, die nicht 80, 50 oder 120 Euro für ein teures Leatherman oder ähnliche Marken ausgeben möchten. Es ist stabil, es tut alles, was es soll und es fühlt sich auch relativ angenehm in der Hand an. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob euch ein Vergleich zwischen diesem sehr günstigen Multitool und einem teuren Multitool von Gerber interessieren würde. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da und hier findest du jetzt weitere Videos über günstige Ausrüstung, Trekkingtouren und alles, was das Outdoor-Herz nur begehrt. Abonnier mich doch hier auf dem kleinen Button und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.